Mensch anbieten würden, das wäre viel eher ein Grund, nach Stuttgart zu kommen, als irgendwie durch ein Loch, das meines Erachtens nicht gebaut wird, durchzufahren und eine schöne Stadt vorbeizufahren. Also Mineralwasser ist viel wichtiger für unsere Stadt, viel aussagekräftiger als ein Bahnhof. In welche Stadt fährt man wegen Bahnhof? Ich kenne keine. Kann man noch kurz was sagen? Ja, also bei mir war es halt früher auch so, ich hab gekreist, dass ich dann mit nach Ingolstadt zu meinen Sendefahrer bin, dass ich da was zu einer Mannschaft zähle. Also das ist für mich Eisenbahnfahrer. Und nicht irgendwie in einem Tunnel durchrauschen. Da hat man ja bei YouTube auch so ein Video gesagt, ja, Mutti, sind wir schon da? Frag dich bei jedem Tunnel. Also das ist für mich unerklärlich, sag ich ehrlich. Und zuletzt habe ich dann bei SDR da damals ein Bericht gesehen, dass wenn ich dann einfahre, dass es da Luftverbundungen gibt und die da viel mehr Energie brauchen und was weiß ich, als einfach ein Blödsinn. Die sollen lieber mit 120, 160 da ohne tuckeln, aber dann kommst du auch da an und sparst ein Zeit vom Warten. Oder liege ich da falsch? Wenn der Leute was gäbe, ob ich den jetzt Mikro gäbe. Nein, ich habe ein Funkmikro. Jetzt komme ich mal zu euch da. Oh, ihr seid ja ein Haufen. So, jetzt schwätze mal, was wir schmissen. Jetzt ist gerade zu viel von den Mineralquellen geredet worden. Sollte ich gerade nur mal auf die Bäume zurücksprechen kommen. Ich habe nämlich durch Zufall neulich in einer Radiosendung im Deutschlandfunk was gehört, in der Niederlausitz bei dem Braunkohleabbau, da hat man auch das Grundwasser absenkt und dann hat man das wieder zurückgeführt, genauso wie man das hier machen will. Und da hat der Graf Hermann von Hücker sich geäußert und hat also angegeben, dass die Bäume alle eingegangen sind. Und zwar nicht nur durch die Absenkung des Grundwassers, sondern durch die Rückführung des Wassers, weil das Wasser, das zurückgeführt wurde, hat die ganzen Mineralien ausgespült. Und dann sind die Bäume eingegangen. Und jetzt denke ich hier an den gesamten Park mit diesen Platanen, wunderbaren Platanen, ganz runter bis zum Rosenstein. Schluss. Also könnte man damit rechnen, dass der ganze Park mit den gesamten Bäumen erledigt ist. Das habe ich zufällig auch schon gehört. Ob stimmt, weiß ich nicht. Muss man mal sehen, aber das Wasser wegnehmen ist gerade ganz aktuelles Thema. Ich war nicht bei der ersten Baumbegutachtung von Baumbegutachtung dabei und der Mann hat ganz klar gesagt: Hey, der Pisskopf, hallo. Der hat mich eingeladen, der hat zu mir gesagt, ich dürfte hoch. Der Mann hat ganz klar gesagt, dass diese Klimabäume als erstes Mal alle nicht verpflanzbar sind, also all diese Riesenbäume, all die Bäume, die man nicht umarmen kann, sind nicht verpflanzbar, als möglich und dass diese Bäume ihr Wasser aus dem obersten Meter Bodenschichten direkt ziehen. 1 Meter bis 1,50 Meter. Die Grundwasserabsenkung hier im Park, die wird ungefähr flächenhaft über 2 Meter Tiefe erreichen. Das heißt, die werden einen Wasserstress kriegen. Wie das dann mit dem Anstieg vom Wasser steht, will ich gar nicht wissen. Aber wie gesagt, ich will so ein Szenario mir gar nicht ausmalen. Ich hoffe, so trotzdem, die Bäume sind jetzt aktuell vielleicht am meisten gefährdet durch die Ausschreibung der Bahn, die jetzt die Bäume quasi zur Umpflanzaktion freigegeben hat und da schon Aufträge jetzt vergibt im Internet. Und der Rest wird irgendwie, das was sie nicht wegkriegen, wird gefällt. Also die Pläne bestehen. Und ja, das ist, ja, könnte spannend werden, aber auch noch nicht. So, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, jetzt diese Zapfen halten. Hat einer noch irgendwie eine Frage an die Experte hier? Ja, wenn die schon da hocken, der eine aus Hamburg, ja, ehemaliger Rechtsprecher des britischen Polizisten, wenn es noch Fragen gibt. Bitte schön. Ich habe auch noch ein bisschen, aber ja, ich weiß, Sie haben doch letzte Woche auch eine Bühne gemacht. Ja. Ja, und jetzt, ich habe dort mal oft Wasser geholt auf die Leute hier und mir ist heute aufgefallen, dass am Mühlsteg sehr wenig Wasser rauskommt. Jetzt weiß ich nicht, ist da jetzt was abgestellt worden
oder ist da was kaputt? Ich will auch nichts Falsches behaupten. Aber das ist mal eine gute Frage. Es gibt nämlich manche Bahngäste, kommen mal zu mir und sagen, heute fühlt sich das Wasser anders an. Da kann ich mal ganz schwer was dazu sagen. Du sagst, vielleicht waren sie heute anders drauf. Aber man muss die Stadt stimmt dann auch mal hoch. Alle Quellen, die es bei uns gibt, jede Quelle hat einen kleinen Grund, wo man das Wasser noch genießen kann, anfassen kann, angucken kann. Und wahrscheinlich sprechen wir von der Aufwelle, der an der Straße ja, ist. Die Aufwelle an den Sprudler, wer mal dran vorbeifährt, kann man übrigens sehen, der Sprudler ist nicht künstlich. Das ist der natürliche Druck, unter dem das Mineralwasser steht. Das wird also von allein 6-7 Meter in den Himmel spritzen. Und im Endeffekt wird das ganze Wasser genutzt für die Bäder. Das heißt, da gibt es ein unterirdisches Leitungssystem, wo dieses Bad, jedes Bad zum Beispiel, eine große Quelle, die größte, die Mombachquelle, und alles neu zu laufen lassen. Eventuell haben sie da irgendwas gemacht. Das heißt, die tun irgendein Schwimmbad auf oder so. Ich weiß es nicht genau, aber in der Regel ist es so eingestellt, dass die Schüttung, also der Ausfluss vom Wasser, immer gleich bleibt, um ein stabiles System zu haben. Wenn man an einer Stelle mehr oder weniger rausnehmen würde, wird an den Quellen mehr oder weniger schütten, was auch die Gefahr ist. Wenn man hier tatsächlich einen Aufbruch hätte, es gibt, ganz wichtig, das halten wir hier alles dicht, es gibt auch am Schützenplatz, wurde nachgewiesen, Gutachten habe ich gesehen, dass an einer Stelle das Wasser schon höher kommt, als alle Schutzschichten. Das heißt, wenn man so einen Aufbruch hätte, dann könnte die Menge runtergehen. Und darum sagt man, man hat diesen guten Herrn Landkorps Berg abgekauft. Der hätte mich dagegen geklagt. Und er hat gesagt, ja, kannst du mal Bad? Ich will nicht, dass hier gebaggert wird. Aber wenn du ins Bad wegkaufst, ist das Klagerecht quasi obsolet. So, Thomas, der hat mir das Mikro jetzt gegeben. So, der Fall, das geht in die Schlussrunde. Es ist ja so, wir haben jetzt ein ganzes Jahr diskutiert, dass wir Recht haben. Aber kurz vor der Wahl, finde ich, brauchen wir uns ja nicht mehr katholisch reden. Die Leute, die hier sind, wissen, was sie wählen. So was hätte man in Alzheimer machen können oder sonst wo. Also deswegen, finde ich, müssen wir mal einen Sprung nach vorne machen. Oder was passiert jetzt nach der Wahl, ist doch jetzt mal wichtig für uns. Da hört das jetzt mit dem Bahnhof nicht auf. Wir haben ja gehört, die Kosten stehen noch an, aber ihr wisst auch, trotzdem ist die Entscheidung morgen sofort gewichtig, weil daraus Konsequenzen gezogen werden. Und der Herr Kretschmann hat ja dann schon gesagt, also die noch weiterbauen, das geht auch in die dritte Löschitz-Frage, das sind Fanatiker, hat er ja mal gesagt, und die ihr Lebensmittelpunkt im Bahnhof sehen auch. Ich finde, wir sollten schon in der Schlussrunde noch mal bewerten, wie es weitergeht. Das war ja auch eine von der Prozessbewegung, haben ja eine Demokratiebewegung erlebt. Das ist ein Prozess gewesen. Die Stuttgart hat eine Erfahrung gemacht, der Bahnhof mit Finanzen, mit Justiz, mit Medien. Da hängt so viel Interessen hängen drin und die Menschen sind ja politischer und bewusster geworden. Das heißt, das kann ja eigentlich nur eine Etappe sein. Worum kennen wir alles? Wir müssen uns das gar nicht mehr erklären. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Kommt es zum Erliegen? Das ist gerade das Gewinn, dann ist der Ball im anderen Spielfeld. Aber wir wissen ja auch, Stuttgart kann Mehrheit sein, im Landtag, im Forum. Es ist ja viel. Und jetzt meine Frage. Weil der im Fernsehen auch ist, der Herrmann, das Kabinett ist ja angesprochen worden, praktisch zu sagen, wir geben die Sache auf. In der Partei wird schon etwas schwieriger. Der Palmer hat dann auch gesagt, nee, man müsste dann diskutieren. Und mich interessiert bei dir jetzt, wie wird es dann diskutiert? Weil es wird ja schwierig, dass die Grüne schlecht gegen einen Ministerpräsidenten, gegen ein Kabinett, dann Opposition machen können. Das wird eine ganz schwierige Diskussion für die Bewegung. Angenommen ist, wo es nicht der Stimmen, ob in der Region. Und darauf sollten wir uns auch schon und noch mal ein paar Worte auch dafür in jetzt ein paar Überlegungen anstellen. Danke. Also du hast ja ganz viel gesagt, was ich eigentlich unterstützen mag, und zwar, dass wir eigentlich schon ganz viel erreicht haben. Doch die Bewegung, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren wirklich Stuttgart, unsere Bundesländer, aber auch die ganze Republik verändert hat, ist das Thema mehr Demokratie und direkte Demokratie in der Mittelpunkt gestellt worden. Und in Baden-Württemberg wurde eine alte Landesregierung abgewählt, die wirklich mit dieser Basta von oben runter Politik regiert hat. Und ich glaube, das ist so viel wert, das kann man gar nicht ausdrücken. Und das ist uns aber auch alle, sage ich mal, die wir jetzt, ich auch als Mitglied in der Regierungskoalition, hier waren. So. Der Kretschmann, der Ministerpräsident, hat ja im Wahlkampf, glaube ich, kein Wort öfters in den Mund genommen, auch um das Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerparlament, Bürgerregierung. Wir haben jetzt eine Staatsrätin für
Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung und was ganz klar ist. Die Volksabstimmung, die kommt natürlich zu spät. Also man muss als die Bürgerinnen und Bürger viel früher in so einen Prozess mit einbeziehen. Und das ist ja das, der große Skandal, was bei Stuttgart 21 nie passiert ist. Wir machen jetzt morgen das, was die Stadt Stuttgart eigentlich immer verhindert hat. Wir machen morgen zum ersten Mal eigentlich auch ein Bürgerbegehren, eine Befragung, wie die Bürgerinnen und Bürger von Stuttgart zu Stuttgart 21 stehen. Also von daher, einen Erfolg haben wir auf jeden Fall schon mal eingefahren, unabhängig wie die Volksabstimmung ausgeht. Aber ganz unabhängig natürlich nicht, weil ich meine Fanatikerin, ich bin hier Fanatikerin? Nee, überhaupt nicht. Und ihr seid auch keine Fanatiker. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Menschen, die am Montag mit ihrer politischen Reaktion weitermachen, Fanatikerin oder Fanatiker sind. Das ist überhaupt nicht so. So, wie geht es morgen aus? Ich kann es nicht sagen, ich bin kein Orakel. Ich habe mir alle Varianten des Nächtens schon durchüberlegt. Meine Lieblingsvariante ist natürlich die, Quorum erreicht, Mehrheit für den Ausstieg, dann ist die Sache gebombt. Und ich glaube zwar nicht an Wunder, ich bin auch nicht katholisch, aber in der Zwischenzeit habe ich immer gesagt, ich bin bereit, mit an diesem Wunder zu arbeiten, und ich war ja auch, ach was weiß ich, überall war in Baden-Württemberg, jetzt in Kreisheim war ich nicht, aber wir waren wirklich viel unterwegs, und die Stimmung, Leute, die Stimmung ist wirklich gut, und was die Stimmung kippt, oder was die Leute bewegt, das ist das Thema Kosten, und die Kosten, diese Lüge der Ausstiegskosten von 1,5 Milliarden Euro, die kann man ja so leicht auseinandernehmen, indem man aufzeigt, dass die Neubaustrecke, die 200 Millionen für die Neubaustrecke, die frecherweise damit eingerechnet haben, über die Neubaustrecke stimmen wir morgen gar nicht ab. Also die müssen raus, dann die 700 Millionen für die Grundstücke der Stadt Stuttgart müssen raus. Das heißt, wir bleiben bei realistischen 350 Millionen Euro. Bleiben wir, und wenn man dann den Kopfbahnhof mit 1,8 rechnet, sind die Kosten für die Modernisierung zum Kopfbahnhof und für den Ausstieg aus Stuttgart 21 immer noch um einiges billiger, was für die Stuttgart 21 jemals sein wird. Also wenn man das den Leuten erklärt, dann merkt man richtig, wie der Grosche fällt und wie sie dann eigentlich auch sagen, sie sind für den Ausstieg aus dieser Finanzierung. Also das heißt, ich bin immer noch, oder jetzt jeden Tag mehr gewillt gewesen zu glauben, dass man eine hohe Wahlbeteiligung hinbekommt. Und je höher die Wahlbeteiligung ist, desto eher ist auch die Chance, dass wir das Quorum schaffen. Okay, schaffen wir das Quorum nicht, haben auch eine satte Mehrheit. Wichtig, ich bin Stuttgarter Abgeordnete und ich spreche auch für die Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die mich auch hier direkt gewählt haben, in Cannstatt und in dem Wahlkreis. Dass ich glaube, dass wenn wir eine satte Mehrheit in Stuttgart oder in der Region Stuttgart haben, dass niemand so naiv sein kann, dann zu denken, dass die Debatte sich erledigt hat. Und ich glaube auch nicht, dass die Bahn es sich leisten kann, weiterzubauen gegen die Mehrheit von Stuttgart. Bundesgeschichte. Und dann ist das auch eine bundespolitische Angelegenheit, wo die Bundeskanzlerin Frau Merkel nicht denken kann, dass sie hier die grün-rote Landesregierung in Schub bringen kann. Dann liegt der Ball liegt dann bei der Bahn. Und die